Schönen guten Morgen, Leute. So, Frisur sitzt nicht ganz. So. Ja, und ich gehe jetzt auf meinen Drehtag mit Mazda. So, wir haben 7.35 Uhr. Ich soll in einer guten Stunde unser Hochzeitslied. Wir sollen, oder ich soll in einer guten Stunde in Düsseldorf sein. Ich hoffe, das werde ich auch sein. Made it. Angekommen. Nach einer ellenlangen Fahrt, Leute. Ich sag jetzt mal Hallo. Guten Morgen, Leute. Ich sitze gerade schön im Flugzeug. Da könnt ihr sehen, strahlend blauer Himmel hier in Hamburg. Und ich muss mich mal so setzen, damit man irgendwie ein bisschen was sieht. Meine Haare sind auch ein bisschen nass. Ich wurde jetzt in eine Maschine, die früher startet, gebucht. Also eigentlich wäre mein Flug erst in 2 Stunden gegangen. Und jetzt sitze ich in der Maschine um 11 statt um 13 Uhr. Ist aber auch eigentlich egal. Ja, so weit sieht es aus. In München ist auch gutes Wetter, allerdings später soll es wohl gewittern, deswegen kann es sein, dass sich der Flug von München nach Genua verspätet. Da muss ich mal schauen, wie es da aussieht. Aber ja, jetzt sitze ich erstmal hier drin und dann bin ich erstmal in München. Und das ist heute das erste Mal nach, keine Ahnung, 4 Jahren, dass ich wieder alleine fliege. Und eigentlich geht es mir gerade ganz gut. Ich bin wesentlich entspannter, als wenn jemand mit mir fliegt. Das ist echt komisch. Vom Drehort. Und mittlerweile hat es angefangen zu schütten. Wir sind jetzt wieder in der Zentrale in Leverkusen angekommen und machen jetzt erstmal Mittag. Es gibt ein Mittagessen. Ich habe auch verdammt großen Hunger. Hab mit Maren schon telefoniert. Sie ist in München gelandet und hofft, dass sich ihr Flug nicht verspätet durch das Unwetter, was jetzt hier wieder überall in Deutschland ist. Ja. Jetzt gibt es mal hier ein kleines Update von der Mazda Garage. Wir sind dabei zu drehen und wir filmen und machen und tun und wir schrauben. Das ist der nächste Punkt, Leute. Wir schrauben und zwar in echt, weil die Mazda Garage ist einfach 100% echt. Hier wird wirklich Hand angelegt, hier wird wirklich geschraubt. Ich habe gerade eben mit Date und mit Thomas einen Reifenwechsel gemacht. Und das nicht einfach nur so für die Kamera. Es macht mega Spaß. Wir kommen auch schon langsam ein Ende zum Drehtag hier. Ja, wir haben gerade eben noch gut gegessen. Dann hat es wieder geschüttet, dann hat es geregnet. Maren fliegt jetzt gerade nach Genua. Und ich erinnere mich auf jeden Fall gleich mal nach dem Tag. Thank you.
The city is so beautiful. The city? The city. Oh. Yeah, it's so beautiful. And the weather is so nice. Yeah, just but 1 hour ago was raining. Oh mein Gott, Leute, wir sind gerade angekommen. Thank you. Ich habe gerade mein Ticket und alles zeigen müssen. Oh mein Gott, das Schiff, das ist so riesig. Oh mein Gott. Ich freue mich so krass. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich bin angekommen. Leute, ich bin überfordert. Ich war noch nie so überfordert und überwältigt vor allen Dingen. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich bin jetzt hier in Italien, in Genua gelandet. Ich hatte zwei turbulente, aber irgendwo schöne Flüge. Gerade der Anflug auf Genua, ein Traum. Ich bin so verliebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute das erste Mal wieder nach 2 Jahren alleine geflogen und es war mega gut. Wirklich, bis auf zweimal, wo ich so einen hatte, war alles super. Ich hatte keine Probleme oder irgendwas. Es ging mir gut, ich war entspannt und ich bin richtig froh darüber. Ja, jedenfalls, ich bin jetzt hier angekommen. Ich bin gerade auf einem verdammt großen Schiff. Ein verdammt großes Schiff. Wir werden euch die nächsten 3 Tage alles hier zeigen. Es ist für mich das erste Mal, für Tobi das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein. Und wir werden auch mit diesem Schiff natürlich auch noch fahren nach Neapel und das werdet ihr alles sehen. Ich bin super aufgeregt, ich bin total überwältigt, wie groß das alles ist und wie viel es hier zu erleben gibt. Und das werden wir euch, wie gesagt, alles zeigen. Wir wurden von MSC hier eingeladen und dürfen uns das Schiff anschauen und dürfen hier auch 4 Tage verbringen. Und wir sind mega happy, freuen uns darüber total. Deswegen nicht wundern, steht hier jetzt auch einmal Werbung eingeklemmt, um einmal hingepackt. Ja. Ich bin angekommen, ich kann jetzt auch gar nicht so lange hier irgendwie schnattern. Ich habe mich gerade nur ein bisschen frisch gemacht, weil ich von heute Morgen an unterwegs bin und gerade aussah. Ich hatte jetzt gerade ein Meeting schon gehabt und jetzt ziehe ich mir nur noch meine Schuhe an. Und dann gehe ich jetzt zu meinem Dinner mit der ganzen Gruppe. Und Tobi kommt morgen hierhin, der fliegt auch morgen sehr früh los. Und dann habe ich meinen Schatz wieder, den vermisse ich nämlich auch schon ganz stark. Und dann zeige ich euch auch das Zimmer, ich zeige euch alles und... Das möchte ich allerdings mit Tobi morgen machen, das Zimmer zeigen. Das ist ein Traum, wirklich. Ihr seht jetzt hier gerade nur eine Wand und einen Spiegel, aber es ist wirklich ein Traum. Ja, und ich würde sagen, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt runter und freue mich auf den Abend. Gar nicht gefilmt, aber ich war gerade in der Loste mit den Jungs essen, Leute. Und wir werden uns jetzt noch ins Mac-Café draußen setzen und dann noch ein bisschen weiterreden. Aber ich denke, für hier reicht es mit dem Vlog. Maren hat heute wieder gevloggt. Und morgen geht es zu Maren. Morgen früh muss ich aufstehen. Deswegen sage ich jetzt hier schon mal tschö und gute Nacht. Bis morgen. Ich liege im Bett. Wir haben mittlerweile 1.40 Uhr oder irgendwas um den Dreh rum. Voll die Tonne auf dem Kopf. Ich bin super müde. Das Essen war sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt nur so ein bisschen was gefilmt, weil ich da mit den Leuten von dem SC saß und wollte halt da einfach auch dann nicht die ganze Zeit die Kamera rausholen. Habe da auch nicht gevloggt, aber unglaublich lecker. Die hatten da so Kreationen. Wassermelone, irgendwie so Knoblauch scharf gemacht. Ach, das war richtig geil. Klingt vielleicht jetzt nicht so gut, aber es war so lecker. Ja, ich bin voll und will jetzt nur noch schlafen. Ich bin super müde. Ich muss morgen früh auch wieder recht früh raus. Ja, morgen kommt auch der Tobi. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und morgen zeige ich euch dann auf jeden Fall auch mehr hier von diesem Schiff. Ja, ich würde jetzt einfach nur gute Nacht sagen und freue mich jetzt auf dieses gemütliche Bett hier. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann.